So, hier möchte ich mal zeigen, wie ich gerade eine Druckprüfung mache an meinem Volvo Penta-Antrieb. Und zwar habe ich von einem Mercruiser-Antrieb die Öleinfüllpumpe genommen, habe da das Stück in meinen Stutzen eingeschraubt, wo der Ölmessstab reinkommt. Dann habe ich meine ganz normale Fahrradluftpumpe genommen, habe den Schlauch da oben drauf gesteckt und dann habe ich jetzt etwas über 1 Bar aufgepumpt. So, und der Druck bleibt jetzt auch drauf. Jetzt kann man hier den Simmering prüfen von der Schaltung. Das sieht gut aus. Zumindest tritt da kein Öl aus. Und wenn man jetzt an die Welle geht, wo die beiden Propeller drauf sitzen, haben wir hier den kleinen Simmering. Da sieht man, das sieht auch gut aus. Und hier an dem großen Simmering sieht man, wie das mit dem Wasser vermischte Öl austritt, was jetzt auch schon weiß geworden ist. Also die beiden Simmeringe, da sind zwei hinter, müssen auf jeden Fall getauscht werden.